Also, die Sache ist so, ich muss davor etwas sagen in Bezug auf Cannabis und hast du nicht gesehen? Nicht jetzt diese normale Rede und so, sondern eine Rede aus meinem Leben, ja? Die Sache ist, ich finde es ziemlich ungerecht, wie das behandelt wird, das Thema Cannabis. Leute trinken Alkohol, vergewaltigen, schlagen Leute halb tot, töten Leute teilweise, fahren Leute tot, sterben am Alkohol, siechen dahin, ganze Familien gehen kaputt. Ich bin in so einem Viertel aufgewachsen, wo sehr viele Alkoholiker waren, also die Väter. Und da waren viele Missbrauchsfälle, viele Gewalttaten an Kindern, viel Dreck. Und das war, Alkohol war schuld. Alkohol kriegst du an jeder Ecke. Das Schlimmste, was ich jemals erlebt habe, und ich bin mit 1000 harten Kiffern und Dealern aufgewachsen, und das Schlimmste, was ich jemals erlebt habe, war, dass einer einen miesen Absturz bekommen hat. Und das war es eigentlich schon fast. Okay, ich kenne noch ein paar Jungs, die haben Psychosen, aber das ist eine ganz andere Nummer jetzt. Ich kenne die Zahlen nicht, aber ich wette mir, von 1000 haben zwei Psychosen. Aber vom Alkohol von 1000 sterben einfach mal 900 am Ende des Tages. Und ich finde es ziemlich krass, dass es so ist. Dann noch eine andere Geschichte. Ich bin jemand, ich beschäftige mich sehr viel momentan. Ich habe selber Kinder und beschäftige mich sehr viel mit Kindesmissbrauch und Pädophilie. Und es gibt keine Lobby für diese Menschen, ja? Und die werden nicht aufgefangen von unserer Gesellschaft. Es ist so schrecklich, dass Leute, letztens Lüchte, Fall, ganz egal, letztes Urteil vor kurzem, was mich sehr aufgeregt hat, 2,5 Jahre auf Bewährung. Für eine sehr, sehr schwere Tat. 2,5 Jahre auf Bewährung. Einer meiner besten Freunde hat 14 Jahre Gefängnis bekommen, das ist nicht gelogen. 14 Jahre Gefängnis bekommen wegen Drogen. 14 Jahre, das ist nicht gelogen. Der sitzt seit 7 Jahren. Seine Mutter ist in der Zeit gestorben. Und ich bitte euch, ganz im Ernst, wo ist denn da der Vergleich? Jemand, der komplett ein Leben zerstört, ja? 2,5 Jahre auf Bewährung. Jemand, der anderen etwas... Und wir reden hier nicht von Heroin an Kinder verkaufen, das meine ich nicht. Was er gemacht hat, ist egal. Aber ich kann auf jeden Fall moralisch dafür einstehen, was er getan hat. Und würde sagen, es ist auf jeden Fall nichts Schlimmes. Ich bin Mensch, ich habe wahrscheinlich wie ihr ein Moralempfinden und Gerechtigkeitsempfinden. Und das, was da passiert in unserer Gesellschaft, ja? Und gerade mit Marihuana, was ja auch nachweislich Leuten hilft, die krank sind... Es ist einfach eine krasse Unverschämtheit, deswegen finde ich diese Veranstaltung und diese Bewegung auf jeden Fall richtig krass. Das wollte ich zum Anfang sagen. Danke dafür, dass es Leute wie euch gibt, die dafür einstehen. Voll.